Was geschah eigentlich mit den Malfoys nach den Heiligtümern des Todes? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir untersuchen, was mit der moralisch etwas ambivalenten Familie Malfoy, Draco, Lucius und Narcissa geschehen ist. Es steht außer Frage, dass Draco im Kern kein Schurke war, aber seine Eltern, insbesondere sein Vater, hatten definitiv viele dunkle Seiten. Sie folgten Lord Voldemort fast bis zum bitteren Ende, was die Frage aufwirft, ob sie für ihre Verbrechen jemals zur Rechenschaft gezogen wurden. Die Malfoys repräsentieren eine der arrogantesten Familien der gesamten Saga. Sie zeigen extreme Vorurteile gegenüber Muggeln und Muggelgeborenen, was auf einen seltsamen Überlegenheitskomplex bezüglich ihrer reinblütigen Abstammung hinweist. Während der gesamten Saga stellen sie eine ständige Quelle der Konfrontation für Harry und das Trio dar, insbesondere Draco. Was als harmloses Mobbing begann, entwickelte sich im Laufe der Zeit zu etwas viel Dunklerem. Die Malfoys waren treue Anhänger des Dunklen Lords selbst, obwohl Lucius nach seiner Niederlage am Ende des ersten Zaubererkrieges offensichtlich versuchte, der Bestrafung zu entgehen, indem er behauptete, er habe den Dunklen Lord nur unter dem Imperiusfluch gedient. Seine Freilassung war offensichtlich ungerechtfertigt, da er ein wertvoller und vollwertiger Todesser für Lord Voldemort war. Sein wahres Gesicht zeigte sich jedoch erst, als er nach den Ereignissen des Phönixordens inhaftiert wurde, insbesondere wegen seiner Rolle in der Schlacht der Mysteriumsabteilung. Zu Beginn der Bücher und Filme scheinen die Malfoys keine große Bedrohung zu sein, aber als Voldemort langsam wieder an Macht gewinnt, werden auch sie zu einer zunehmenden Gefahr. Zu der Zeit, als die Heiligtümer des Todes auftauchen, ist Voldemort sicherlich wieder eine ernsthafte Bedrohung. Dumbledore ist tot, er hat erneut eine Anhängerschaft um sich geschart und hat die Kontrolle über Hogwarts übernommen. Unter der Annahme, dass die Malfoys Anhänger von Lord Voldemort waren, würde man erwarten, dass sie sich in dieser Situation wohlfühlen. Aber eigentlich war es genau das Gegenteil. Voldemort war äußerst verärgert und enttäuscht über Lucius' Leistung im Orden des Phönix. Er wollte die Familie Malfoy bestrafen. Seit dem Halbblutprinzen wurde Draco von Voldemort benutzt und missbraucht. Später wurde ihm die fast selbstmörderische Aufgabe übertragen, Dumbledore selbst zu töten. Etwas, von dem Voldemort wusste, dass Draco dazu nie in der Lage sein würde. Voldemort führte einen psychologischen Krieg gegen die Malfoys und nutzte seine Macht über sie voll aus. Sie erkannten zwar, dass sie ihm nicht mehr folgen wollten, waren aber zu tief in seinen Machenschaften verstrickt. Als Voldemort schließlich besiegt war, befanden sie sich in einer besonders schwierigen Lage. Sie waren wahrscheinlich erleichtert über seine Niederlage, aber gleichzeitig wussten sie, dass sie in den Augen der Zaubererwelt als Todesser, als treue Gefolgsleute Voldemorts betrachtet wurden. Nachdem Voldemort verschwunden war, hatten sie nicht mehr die Sicherheit, die mit einer Verbindung zu ihm einherging. Das bedeutete, dass ihr Schicksal allein von den Guten, dem Rest der Zaubererwelt, abhing. Als es so aussah, als könnte Voldemort besiegt werden, ließ die Familie Malfoy einfach den Kopf hängen und verließ beschämt das Gelände von Hogwarts. Doch was wurde aus ihnen? Wurden sie zu lebenslanger Haft in Azkaban verurteilt? Oder wurden sie gezwungen, ein anderes, ebenso schreckliches Schicksal zu erleiden wie Voldemort? Es scheint, dass Lucius und seine Familie nach den Ereignissen in den Heiligtümern des Todes einer Verurteilung entgehen konnten, indem sie Informationen, Namen und so weiter über die überlebenden Todesser preisgaben. Sie trugen dazu bei, dass sich die Zaubererwelt in perfekter Harmonie entwickeln konnte, ohne weitere Störungen. Daher war das Zaubereiministerium, das zu diesem Zeitpunkt in Scherben lag, mehr als bereit, auf ihr Angebot einzugehen, diese Informationen im Austausch für ihre Freiheit preiszugeben. In der Epilogszene des Filmes sehen wir auch einen deutlich reifer aussehenden Draco Malfoy mit seiner eigenen Familie. Er schickte seinen eigenen Sohn nach Hogwarts, was darauf hindeutet, dass Draco Malfoy für seine Rolle und seine Taten im zweiten Zaubererkrieg vergeben wurde. Sie wurden also für ihre Verbrechen begnadigt. Großartig. Aber was geschah als nächstes für die Malfoys? Werfen wir zuerst einen Blick auf Draco. Draco erschien im selben Jahr wie Harry, Ron und Hermine und viele der anderen Figuren, die wir alle so gut kennen. Schon von Anfang an zeigt Draco ein fragwürdiges und fieses Verhalten. Gleich zu Beginn bekommen wir einen Eindruck von der Art des Charakters, der Draco Malfoy sein wird. Der einzige Grund, warum er sich mit Harry anfreunden will, ist, weil für Draco, der in einer reinblütigen Familie aufgewachsen ist, der Status eine sehr große Rolle spielt.
Während der gesamten Bücher und Filme ist Draco ein ständiges Ärgernis für das Trio. Und als er älter wird, ändert sich sein Verhalten von lästig, aber immer noch kindisch und spielerisch zu ziemlich unheimlich. Wir können seine Entwicklung vom bockigen, aber unschuldigen kleinen Jungen zum dunklen, verstörenden jungen Mann beobachten. Und der Auslöser dafür war vor allem die Inhaftierung seines Vaters. Wir sehen, wie Draco im Laufe der Filme immer mehr und mehr in die Todesser verwickelt wird. Aber obwohl er viel redet, scheint es, dass Draco fast immer zögert, die Aufgaben der Todesser zu erfüllen, wenn es darauf ankommt. Draco wollte nämlich nie ein Todesser sein. Er wollte nur seine Eltern stolz machen und dem Familiennamen gerecht werden. Zu der Zeit, als die Heiligtümer des Todes erschienen, wurde es ziemlich offensichtlich, dass Draco seine Taten bereute und dass ein Großteil seines Verhaltens auf dem zunehmenden Druck seines Vaters beruhte. Als Voldemort schließlich besiegt wurde und seine Familie in Freiheit erlangte, reifte Dracos Charakter beträchtlich und er wurde schließlich ein viel besserer Mensch als sein Vater. In einem Interview äußerte sich Rowling, dass Draco durch seine Erfahrungen als Todesser ernüchtert wurde und beschrieb sein Leben nach den Heiligtümern des Todes auf Pottermore. Die größte Offenbarung war, dass er weniger ein Fanatiker des reinen Blutes wurde. Die Ereignisse in Dracos späten Teenagerjahren haben sein Leben für immer verändert. Die Überzeugungen, mit denen er aufgewachsen ist, wurden auf erschreckende Weise in Frage gestellt. Er hatte Terror und Verzweiflung erlebt, seine Eltern für ihre Treue leiden sehen und den Zerfall all dessen miterlebt, woran seine Familie geglaubt hatte. Menschen, die Draco zu hassen gelehrt hatte, wie zum Beispiel Dumbledore, hatten ihm Hilfe und Freundlichkeit angeboten und Harry Potter hatte sein Leben gerettet. Nach den Ereignissen des Zweiten Zaubererkrieges fand Lucius Malfoy seinen Sohn Draco Malfoy so liebevoll wie eh und je, er weigerte sich aber, der alten Reinblutslinie zu folgen. Draco Malfoy heiratete die jüngere Schwester eines Slytherin-Kollegen, Astoria Greengrass, die eine ähnliche, wenn auch weniger gewaltsame und erschreckende Bekehrung von den Idealen der Reinblütigkeit zu einer toleranteren Lebensauffassung durchgemacht hatte. Narcissa und Lucius betrachteten sie jedoch als Enttäuschung als Schwiegertochter. Sie hatten große Hoffnungen an ein Mädchen gesetzt, dessen Familie auf der Liste der unantastbaren 28 stand. Da Astoria sich jedoch weigerte, ihren Sohn Scorpius im Glauben zu erziehen, dass Muggel Abschaum seien, waren die Familientreffen oft von Spannungen geprägt. Des Weiteren schien Draco etwas milder geworden zu sein und führte ein Leben der Muße, anstatt die Mächte des Lichts zu stürzen oder die Herrschaft über die Muggel zu erlangen, wie es Lucius versucht hatte zu tun. Ich stelle mir vor, dass Draco aufgewachsen ist, um eine modifizierte Version des Lebensstils seines Vaters zu führen, finanziell unabhängig und ohne die Notwendigkeit zu arbeiten. Mit seiner Frau und seinem Sohn bewohnt Draco das Malfoy-Anwesen. Leider starb seine Frau Astoria Greengrass und Draco blieb allein zurück, um sich um ihren gemeinsamen Sohn Scorpius zu kümmern. Die Sammlung dunkler Artefakte, die bis in die Familiengeschichte zurückreicht, bewahrte er in Glasvitrinen auf und nutzte sie nicht. Er erzog Scorpius zu einem viel gütigeren und toleranteren Malfoy, als er es selber in seiner eigenen Jugend war. Dracos Charakter war zweifellos immer von zweifelhafter Moral geprägt und ob es einem gefällt oder nicht, er ist im Laufe der Zeit zu einem besseren, gesünderen Menschen geworden. In Rowlings eigenen Worten, im Herzen von Draco gibt es doch etwas unauslöschliches Gutes. Was Lucius und Narcissa betrifft, scheinen sie sich nach ihrer Begnadigung relativ zurückgehalten zu haben. Allerdings können wir auf dem Text von Pottermore, insbesondere aus dem Abschnitt über spannungsgeladene Familientreffen, ableiten, dass sie ein wenig zu festgefahren waren, um ihre gesamte Philosophie zu ändern. Sie waren nicht mehr offen böse und ich bezweifle sehr, dass sie jemals wieder davon überzeugt werden könnten, sich einer reinblütigen Sache anzuschließen. Dennoch vertraten sie sicherlich weiterhin diese Überzeugungen wie zuvor und waren nicht toleranter gegenüber Muggeln oder Halbblütern. Und das war's mit diesem Video. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.